Hallo Leute! Okay, es geht weiter. Und ich habe ihn jetzt geschwächt. Er ist jetzt eine reiche Dämmerungsspinne. Eine reiche, reiche Dämmerungsspinne. Nein, das will er nicht einscannen. Wo komme ich hier hin, wenn ich da hingehe? Okay, wenn ich jetzt... Bestimmt, wenn ich da runtergehe, falle ich wieder in den Granatumwald. Darauf habe ich keinen Bock. Warte. Kann ich da nicht rüberfliegen? Warte, davor speichere ich das erstmal. Ich bin da nicht sicher. Daten werden gespeichert. Daten wurden gespeichert. Okay, jetzt... Waffen. Hammer. Links. Okay. Jetzt komm. Okay, das bringt nichts. Das lade ich doch gleich einfach mal wieder. Okay. Ich habe wieder die gleichen Waffen. Und wie ihr bemerkt habt, es klappt nicht. Deswegen gehe ich jetzt nach links in die Stadt wieder. Und dann gehe ich in den Geisterhaus und treffe meinen alten Kumpel. Ah, das ist der Eingang. Oh, oh, ho. Okay, gleiche Sache wieder. Hammer. Ich glaube, ich hätte das lassen sollen, aber zu spät. Zu spät. Ich habe einfach nicht darauf geachtet. Was zum Teufel ist das denn? Ist klar. Ist klar, dass es mich jetzt sofort killt. So. Fick dich ins Knie. Okay. Das hat irgendwie geklappt. Verdammt. Okay. Karte will ich haben, Mann. Boah. Fick dich, du Spasti-Teil. Okay, komm, jetzt flieg durch. Flieg und Sieg, hab ich gesagt. Okay, die Fledermaus ist tot und jetzt komme ich darüber. Super. Kann ich eigentlich da durchfliegen? Das weiß ich gar nicht. Ach, wusste ich doch. Das irgendwie war schon zu leicht, wenn man darüber fliegen konnte. Ah, fick dich ins Knie. Ach so. Okay. Okay, wieso denke ich nicht nach? Ich schwör auf alles. Warum denke ich nicht nach? Wieso zum Teufel denke ich nicht nach? Wieso mache ich einen genau. Warum mache ich einen Umweg? Warum eigentlich? Verdammt. Egal. Vergesst einfach, was ich da gerade vorhatte. Ich bin dumm. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Okay, ich muss jetzt ja wieder in die Stadt, deswegen kann ich durch den Granatumwald ja durchgehen, aber wieso komme ich nicht darauf? Kann es mir einer erzählen, wieso komme ich nicht darauf? Deswegen, es geht einfach mal hier und jetzt in den Wasserfall springen, weil jetzt Suizid gefährdet sind. Granatumwald. Ja, ich will in den Wasserfall springen. Ist klar, okay, jetzt können wir einfach rausgehen. Weil wir brauchen sowieso nicht. Okay, es geht weiter. Verdammt, meine kleine Schwester nervt mich jedes Mal. Kommt jedes Mal rein. Gottam, was machst du denn? Ich sage Let's Play, dann sagt sie, ah, okay, und dann kommt sie wieder. Gottam, was machst du denn? Boah, immer die gleiche Scheiße. Aber was soll man machen, wenn man Geschwister hat? Und wo ist der Big Boss von denen? So, da. Bin wichtig. Granatumwald. Grana Ebene. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Was ist das denn? Ein goldenes Dingsbums. Feuerheuschrecke, ist klar. Vielseitiger, nix vielseitig. Mach das hier. Jetzt bist du ein Käferfreund, irgendwas.
Boah, fick dich! Bug. Richtiger Bug. Verdammt, ich muss meine Waffe ändern. Schwert. Verdammt. Verdammt mich. So. Okay, jetzt komm. Wieso spuckt er das diese komischen Bälle raus? Warte, bringt es eigentlich mich was, die umzubringen? Nein, oder? Es bringt mir eigentlich gar nichts. Wieso mache ich das dann? Okay, das bringt mir nichts. Okay, dann gehe ich einfach mal weiter. Das bringt mir einfach gar nichts, diesen Kill hier. Wenn ich hier alle umbringe. Und was sind das für Teile? Immer noch solche. Ich erkunde mal jetzt die Gegend. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Oder vielleicht auch nicht. Okay, es gibt jetzt noch goldene Heuschrecken. Heuschreckenpower. Nein, das will ich nicht. Boah, hört auf, diese komischen Bälle zu spucken, ihr Bastarde. Kann ich jetzt da runtergehen oder nicht? Oder sagst du nein, wir müssen in die Stadt? Ja, wir müssen zurück zur Stadt, ich hab's verstanden. Ach, Rempo. Wieso kann da nicht einfach stehen? Zu momentan nicht betretbar oder sonst irgendwas, aber nein, da steht nichts. Okay, goldene Heuschrecken, Power, goldene Heuschrecken, Heuschrecken, super Heuschrecken. Warte, habe ich kein Walddings da irgendwas noch? Oh nein, ich habe was Böses gehört. Was ganz, ganz Böses. Wo war das Walddings? Okay, das hier. Ach man, das hier hin. Jetzt, komm her, jetzt mache ich dich fertig, du komisches Monster-Insekt. Ungeziefer. Nix. Wo bist du denn? Ach, da, was? Okay. Nix. Da bist du, ja. Das mache ich rein. Jetzt probiere ich das mal gleich mal aus, vielleicht hilft das ja. Jetzt bist du ein Waldfürst-Heuschrecke. Jetzt bringe ich dich um, du Bastard. Wo bist du? Ah, nein, Puschel. Hä? Ich dachte, ich habe dich schon eins gescannt. Ich glaube, das habe ich ja schon. Verdammt! Boah, fick dich, Puschel. Fick dich ins Knie. Egal, ich habe die Blume eingescannt, die ich schon längst hatte, glaube ich. Fettsäcke. Fettsäcke. Mensch, du bist aus dem Wald zurück? Unglaublich. Hä, warum kommt er jetzt auf einmal? Um die Stadt steht es nicht gut. Zuerst Erdbeben und jetzt diese Insektenschwärme. Aber das Schlimmste ist der Krieg. Krieg? Ja, das war Waisenreich hat die nördliche Festung angegriffen und die Armee von Prinz Waldo persönlich angeführt. Ich hatte zwar gehört, dass er von einem Marschmörder getötet worden sei, aber anscheinend ist er am Leben. Wie dem auch sei, Rohan rüstet sich nun für den Krieg. Vielleicht sollte ich auch gehen. Ich möchte meinem Land helfen. Wenn ich auch in den Krieg ziehe, sieht man ihn vielleicht als Helden. Er scheint nicht mehr selbstbewusst. Mein Vater hat mir neulich erzählt, dass er dir sein Spezialmanöver gezeigt hat. Das nenne ich beeindruckend. Vati ist Meister einer speziellen Schule. Aber gibt er nie eine Chance. Was du nicht sagst, dieser Knabe ist der Sohn von den alten Gustav? Ah, Gustav! Roxas, weißt du über die vier großen Schulen Bescheid? Nein? Du kennst sie nicht? Dann werde ich es dir erklären. Es gibt vier große Kampfschulen auf der Welt. Sie treten gegeneinander an, um sie zu sehen, wessen Kampfstil am besten ist. Sie werden hochgeschätzt und bewundert. Hammer im Norden, Schwester im Osten, Bomben im Westen, Dolch im Süden. Gut, dann also bis bald. Es ist schon spät, ich muss jetzt nach Hause. Der alte Gustav lehrt das Schwert im Osten, dieser Zwerg, den Hammer im Norden. Diese beiden beherrschen du bereits. Das ist großartig. Vielleicht
Was führt dich das Buch tatsächlich? Lasst uns aufbrechen und auch nach den beiden anderen Schulen aufsuchen. Ja, wir werden ihn bestimmt wiedersehen. Aber vergiss nicht, die Botschaft des Buches, Roxas. Wir werfen einen Blick in das Buch. Dieser Krieg muss in der Freisetzung des Eisgeistes Nierke zusammenhängen. Wir brechen besser schnell auf den Schlachtfeld, Roxas. Okay, wir müssen wohl ins Schlachtfeld. Kann ich jetzt da rein? Ah, wir können da rein. Was zum Teufel? Nein. Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Große Musik, bitte weggehen. Kann man nicht so altmodisch da reinkommen oder geht's nicht? Okay. Kann man jetzt dahin? Anscheinend wohl nicht. Den Baum kann man nicht einscannen. Lass mich durchbauen. Okay, ich versuche erstmal den altmodischen Weg durch den normalen Weg. Vielleicht geht's ja, vielleicht nicht. Dann gehe ich den Geheimweg durch. Also dieser, wie heißt er nochmal, Typ ist der Vater von Gustav. Unseren Meisters. Okay, und es gibt vier große Schulen, merken wir uns mal. Okay, Fettsack. Okay, wir können auch durch den normalen Weg, super. Wir können den normalen Weg benutzen, super, super, super. Ich dachte schon, wir müssen nur den anderen Weg benutzen. Was zum Teufel ist jetzt los? Sprechen wir ihn mal an. Was? Dieser Bereich ist gesperrt. Okay. Was? Redest du auch mit mir? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Stadteingang. Oh, das ist das Mädchen. Hallo, du da. Reden? Was ist Krieg? Macht das Spaß? Okay. Hey there. Scheigen. Zubehör. Ach, verdammt. Objekte. Puppe. Juhu, juhu. Und was jetzt? Oh nein, ich hab das Mädchen geschlagen. Okay, ich kann da nicht durch. Ich glaube, das war der letzte Part für heute. Ich gehe mal ins Haus von meinem Freundes. Und ich finde nichts. Okay. Nee, 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 nee. Ah, das ist die Hexe. Willkommen, reden. Wirst du deine Macht im Krieg nutzen? Das ist ganz deine Entscheidung. Doch merke dir meine Worte. Wer über große Macht verfügt, erhält oft ein tragisches Ende. Schön für dich, aber mich interessiert es nicht, du Bitch. Oder kann ich jetzt da hoch? Warte, ich war da schon da oben, verdammt. Verdammt. Hallo, Roxas, du schaust hier betrübt aus der Wäsche. Ihr Bauern müsst ein hartes Leben führen. Ein Krieg, das kann nicht sein. Andererseits ist es auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wie das, liebster Bruder? Weil man immer Vorräte braucht. Zum Glück haben wir unser Lager für solche Zeiten gut gefüllt. Oh Bruder, du bist unmöglich. Den Bruder scannen wir auch immer ein. Bitterkeit, okay, Stufenanstieg des Buches der Prophezeiung, weiter so. Okay, das war gut von mir, dass ich es gemacht habe. Okay, mach mal Auge zu im Buch. Danke. Soll ich die ansprechen? Kaufen. Was? Sie haben eine neue Karte? Nein. Sei gegrüßt. Spielen? Achso, ich brauche irgendwelche Juwelen, okay. Die ich momentan nicht habe, okay, merke ich mir. Ah, den werden wir nur kurz ansprechen. Aber erst im nächsten Part. Okay. Und damit sage ich mal Tschüss.